Sie noch eine Tasse Kaffee, Herr Rischke? Oh ja, sehr gern. Trinken Sie keinen Kaffee? Das habe ich mir in Kanada abgewöhnt. Ich trinke nur noch meinen Gesundheitstee. So, nun spannen Sie mich aber nicht mehr länger auf die Folter. Wie ist es denn nun? Ja, Augenblick, ich muss erst noch die Mehrwertsteuer berücksichtigen. So. Ach, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich die Erbschaft nicht angenommen hätte. So viel Aufregung ist gar nicht gut in meinem Alter. Sie machen mir nicht den Eindruck, als ob Sie sowas umwirft. Im Gegenteil. Ja, also Sie müssen mit Kosten von etwas über 1 Million rechnen. Das muss ich erstmal verdauen. Aber dafür haben Sie auch ein Haus, das tipptopp in Ordnung ist. Ja, ich weiß, was sein muss, muss sein, nicht? Ich hab mich nur so erschrocken, wissen Sie. Ich habe noch nie im Leben mit so viel Geld zu tun gehabt. Ach so. Oh Gott. Ja, aber was wird denn dafür nur alles gemacht? Ja, Moment. Zunächst einmal die Maßnahmen, deren Kosten Sie allein tragen müssen. Ach so, das ist das, wofür ich keine höheren Mieten bekomme, ja, nicht? Ja, dazu gehören ein neuer Außenanstrich, Modernisierung des Treppenhauses sowie Steigeleitung, Stabilisierung der Balkone, neue Badewannen und Teilreparatur des Daches. Tja, und was ist mit der neuen Heizung? Ja, die Kosten können Sie auf die Mieten umlegen, weil das ja den Wohnwert verbessert. Wertverbessernd für die Mieter ist auch das Unterputzlegen von E-Leitungen, Renovierung der Bäder mit Kacheln und so weiter, eine Klingelanlage, Teppichböden und die Thermofenster. Ja, dann muss ich mich jetzt wohl mal kümmern, wo ich das Geld herkriege. Möchten Sie was trinken? Ah ja, sehr gern. Sie haben nicht zufällig 1 Million, die Sie mir pumpen könnten? Da glauben Sie denn, dann würde ich jetzt hier sitzen? Wieso? Was würden Sie denn dann machen? Naja, irgendwo im Süden, in der Sonne liegen, schön Wein trinken und aufs Meer gucken, sonst nichts. Oh, sagen Sie mal, ist das nicht ein bisschen langweilig? Oh, Gott. Also, für mich wäre das nichts. Nee, Hitze kann ich nicht ab, Wein schlägt mir auf den Magen und so richtig faulen. Das habe ich eigentlich noch nie gekonnt. Aber nun mal weiter, das ist doch noch nicht alles, ne? Im Wesentlichen schon. Das Einzige, was ich noch nicht berücksichtigt habe, ist der Ausbau des Dachbodens. Also wenn Sie das tatsächlich wollen, kämen dann noch mal so 220.000 Mark dazu. Oh Gott, ja, aber das habe ich den jungen Leuten doch versprochen, den von der Wohngemeinschaft. Ich meine, die Wohnung brauche ich doch auch, um sie an die Zenkers zu verkaufen. Ja, können Sie die Wohngemeinschaft nicht auf irgendeine Art loswerden? Nee, das möchte ich nicht. Das habe ich versprochen und das möchte ich jetzt auch halten. Ja, immerhin haben Sie dadurch auch mehr Mieteinnahmen. Ja, aber nicht so viel, wie die Zinsen kosten. Nein, höchstens die Hälfte. Allerdings, wenn die Hypothek erst getilgt ist, haben Sie auch höhere Einnahmen. Naja, hat mein Enkel wohl noch was davon. Ich werde das wohl nicht mehr erleben. Sagen Sie das nicht. Vielleicht werden Sie steinalt oder erben nochmal. Oh, nee, danke. Einmal reicht mir. So, das sind Ihre Sachen, ja? Was ist das denn? Ach, unsere Operettendiva. Aber heute übt sie ja wohl im Duett. Das hört sich ja fürchterlich an. Na, habt ihr's? Auch nicht der Rede wert. 1,3 Millionen. So viel Geld musst du dir pumpen. Oh, nun reg dich nicht auf. Das kratzen wir schon zusammen, Erika. Aber sag mal, was ist denn da oben los? Das ist Frau Holm. Die gibt neuerdings Gesangsunterricht. Ich kann doch selbst kaum singen. Oh, das sagen Sie nicht. Sie war immerhin der Liebling von Bill Solothurn. Was ist denn das? Eine Schweizer Uhrenstadt. Ah, das hat's bei denen wohl nicht richtig getickt, was? Na, nun lästert mal nicht. Sie hat mir neulich vorgesungen und das war sehr, sehr hübsch. Sind Sie sicher, dass sie nicht irgendwo doch so einen kleinen Schallplattenspieler versteckt hat? Nee, also sowas gibt's nicht auf Platte. Diese Übungen, die sind ja nervtötend. Naja, Übung macht den Meister, nicht? Ja, Herr Rischke, dann sind wir wohl klar für heute, nicht? Ja. Also wegen der Finanzierung wenden Sie sich am besten an Ihre Bank, dann können Sie in etwa 4 Wochen mit dem Geld rechnen. Tja, wenn ich mal eine hätte. Sie vergessen doch ganz, dass ich erst vor kurzem aus Kanada gekommen bin. Ach so. Ich habe doch nicht mal ein Konto. Aber vielleicht hilft mir ja die Sparkasse von Tante Anna. Ich glaube, bei denen wirst du nicht so einen großen Eindruck machen. Die stand bei denen nur in der Kreide. Ja, nun schimpft man nicht. Sie hätte ja auch das Haus verkaufen und sich einen guten Tag machen können, ne? Ja, Sie rufen mich am besten an, wenn Sie die Finanzierung klar haben, Frau Beusel. Ja. Weißt du was, ich rufe Kathi mal an. Meine Tochter. Wissen Sie, der Freund von ihr, der Herr Amberg, der hat viel mit Bankgeschäften zu tun. Vielleicht kann der mir doch behilflich sein.
Soweit ich weiß, hat er nur mit Wertpapieren zu tun. Der ist Anlageberater oder sowas. So. Ja? Ach was, ich ruf Sie mal an. Fragen kostet ja nichts. Ne? Dankeschön. Na, Mahlzeit. Was ist denn? Meine Mutter muss über 1,3 Millionen auftreiben, um das Haus zu renovieren. Oh. Sag mal, lohnt sich das überhaupt? Ach, im Endeffekt schon. Ist ja ein großes Mietshaus. Ich ruf Benno mal an. Vielleicht kann der ihr helfen. Stört es dich, wenn ich so lange in die Kantine gehe und eine Kleinigkeit esse? Na, ich meine, damit dich das Maschinengeklapper nicht so stört. Na klar. Kannst du mir was mitbringen? Okay. Anlagebüro Amberg und Kurschmann? Morgen, Benno. Ich bin's. Du, ich habe eben einen Anruf gehabt von meiner Mutter. Sie muss über 1 Million für das Haus auftreiben. Und da wollte ich dich fragen, ob du ihr nicht ein paar Ratschläge geben könntest. Sie hat darin doch überhaupt keine Erfahrung. Du, mit Hypotheken habe ich kaum was zu tun, aber im Grunde genommen dürfte es doch gar kein Problem sein, für so ein Objekt Geld zu kriegen. Na, umso besser. Du, sie besucht mich heute Abend. Hättest du nicht auch Lust, vorbeizukommen? Du hast dich sowieso schon über eine Woche nicht sehen lassen. Ach du, ich hatte furchtbar viel um die Ohren. Und ob das heute Abend klappt, das kann ich dir auch noch nicht genau sagen. Ach komm, wenn du willst, geht es schon. Du, ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht die Papiere, die du für mich gekauft hast, wieder losschlagen soll. Du, Katja, ich würde dir auf keinen Fall raten, die Papiere wegzugeben. Eine bessere Verzinsung kannst du dir gar nicht wünschen. Du weißt doch selbst genau, welche saftigen Dividende ich dir immer gebracht habe. Naja, das war ja auch nur so eine Idee von mir. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Mutter sich darauf einlässt. Als ich es dir neulich vorgeschlagen habe, hat sie es glattweg abgelehnt. Also du, ich würde dir dringend davon abraten. Deine Mutter kriegt doch das Geld heutzutage von jeder Bank nachgeschmissen. Bei dem Haushaltssicherheit. Sag mal, die Papiere hast du doch in deinem Bankschließfach, ne? Ja, um dir das Couponschneiden zu ersparen. Warum? Du, such sie mir doch auf alle Fälle mal raus. Vielleicht stelle ich meine Mutter einfach vor vollendete Tatsachen. Du, weißt du, ich komme heute Abend auf jeden Fall bei dir vorbei. Wir können dann mal in Ruhe darüber sprechen. Na bitte, das ist doch alles, was ich wollte. Tschüss, mein Schatz. Scheiße. Was gibt's? Die Katja will ihre Papiere verkaufen. Na und, dann verliert sie eben einen Haufen. Hast du ihr nicht gesagt, dass sie fallen? Ach, das habe ich mich natürlich nicht getraut. Die springt mir doch glatt an die Gurgel. Dein Problem. Gib mal einen Ausstoß. Ach du Scheiße, jetzt kommt dein Alter raus. Lass ihn doch, ist doch nichts passiert. Komm, wir dribbeln lieber. Sag mal, seid ihr verrückt? Weißt du überhaupt, was so eine Scheibe kostet? Nee. Na also. Du gehst jetzt rauf, isst Abendbrot und dann ab in die Kiste, klar? Oh, jetzt schon. Du bist doch nicht schwerhörig, oder? Ich muss doch nicht ins Bett. Na, wie schön für dich. Dafür pennst du dann morgen in der Schule. Na, und Uwe. Na, Max, soll die Schlacht wieder losgehen? Da kannst du auf ab. Also los, ab mit euch. Max! Hallo, Holger. Hallo, Uwe. Du musst nach Haus kommen. In der Küche tropft der Wasserhahn. Ja, kann ich heute nicht machen. Ich habe keine Dichtung mehr. Und du denkst, ich bin nicht ganz dicht, was? Nee, hab schon eine Dichtung rausgesucht. Liegt auf dem Küchentisch. Und du hast doch den Hahn extra kaputt gemacht, damit ich nicht Skat spielen soll. Ich glaube, bei dir piepst wohl was. Na, dann kabbelt euch mal schön weiter. Ich hab Kundschaft. Egon und Willi? Na klar, die auch. Ja, siehst du, die warten auf mich. Du kommst jetzt mit mir. Ich meine doch nicht einfach nach Mode. Also sowas kommt. Oh, da, Herr Schulze, na, das freut mich aber, Sie mal in freier Wildbahn zu sehen. Vorbei sind Sie, ja. Wissen Sie, ich habe mir Ihre Worte sehr zu Herzen genommen. Na. Ich laufe jetzt ab und zu auch schon wieder. Hm. Und meine Beine, die... Ja, was sagen die denn dazu? Na, die machen die Bewegung schön mit. Sehen Sie, Admiral, wer rastet, der rostet. So. Und das Rosten wollen wir doch den alten Pötten auf dem Meeresgrund überlassen, nicht? Ach, Sie laufen nach aus. Ja, ich will meine Tochter noch besuchen. Wir wollen uns einen gemütlichen Abend machen. Viel Spaß. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tolle Frau. Wird das Taxifahren mit der Zeit nicht ein bisschen teuer für Sie? Ich meine, Sie sind ja auch nicht gerade Rosen gebettet, ne? Sie sind mir einer reden gegen das eigene Geschäft. Sonst ja auch nicht. Nur mit ihm. Ah, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Wissen Sie, ich muss 1 Million auftreiben. Und da spielen so ein paar Mark für eine Taxe gar keine Rolle mehr. Fürs Haus? Ja. Wissen Sie noch, was ich Ihnen gesagt habe, als ich Sie vom Schiff hierher brachte? Viel Spaß mit dem Erbstück. Na, den habe ich aber auch. Ja.
Fahren Sie eigentlich gar nicht selbst Auto? Doch, in Toronto, da bin ich viel gefahren. Aber da sind die Straßen auch breiter. Und da ist nicht so ein Gedrängel, außer in der Roschauer natürlich. Ne? Ja. Aber wissen Sie, da fahren die Leute auch friedlicher. Hier hätte ich Angst. Na, falls Sie sich wieder mal ranwagen wollen, gebe ich Ihnen gerne ein paar Nachhilfestunden. Mm-mm. Führerschein haben Sie doch. Ja, einen kanadischen. Ich weiß gar nicht, ob ich damit hier fahren darf. Da ist es. Ah, ich kann mich ja mal erkundigen. Ach nee, lassen Sie mal. Wissen Sie, ich traue mich nicht. Was bekommen Sie? 8,40 Mark. Stimmt so. Oh, nicht? Danke. Und überlegen Sie sich das doch mal mit dem Autofahren. Hm? Jetzt überlege ich erst mal, wo ich die Millionen herbekomme. Viel Spaß dabei. Ja. Und schönen Abend noch, nicht? Ja, schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh nein, meine Blumen. Na, hier, bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Bis zum nächsten Mal, nicht? Nein, ich treffe mich doch morgen mit einer alten Freundin in der Stadt. Da könnten Sie mich denn ja gleich... Nein. Da kann ich auch mit der U-Bahn hinkommen. Sehr gut. Wenn man eine Million zusammenkriegen will, muss man eben klein anfangen, nicht? Tschüss. Tschüss auch. Naja, ich bin ja auch wie immer ein bisschen zu früh, ne? Hier, darf ich dir die Blumen geben? Danke. Oh, wie hast du das hübsch gemacht, du? Richtig feierlich. Was? Ich habe uns nur eine Kleinigkeit zurechtgemacht. Mach's dir bequem. Ich zieh mir nur schnell ein Kleid über. Ja, danke. Du, gestern habe ich zum ersten Mal Emmy Puls erreicht. Und morgen gehen wir zusammen in die Stadt. Prima. Wie geht's ihr denn? Du, ich glaube fabelhaft. Die wohnt an der Elbchaussee jetzt. Und da bei Lübeck, da haben sie eine Klinik oder ein Sanatorium. Ja, toll, dann weißt du ja, wo du dich mal erholen kannst. Ja, wenn ich noch an die kleine Krauterpraxis von damals denk. Ja, 28 Jahre sind ja auch eine lange Zeit. So, das hab ich, das hab ich. Das ist auch... So, Mutti, und jetzt reg dich bitte nicht auf. Ich habe Benno heute gebeten, meine Papiere zu verkaufen, weil ich dir das Geld für die Wohnung geben will. Ich habe dir neulich schon gesagt, dass ich auf keinen... Nein, Mutti, du brauchst gar nichts mehr zu sagen. Du bekommst das Geld und damit basta. Sowieso schlimm genug, dass du dich so hoch verschulden musst. Ich krieg doch das meiste zurück, wenn ich die 3 Wohnungen verkaufe. Dann hast du immer noch genug auf dem Puckel. Ach nee, wo du so schöne Zinsen auf deine Papiere bekommst. Wer weiß, wie lange noch. Ich meine... Benno hat mir zwar immer gute Zinsen mitgebracht, aber das Haus steigt ja auch im Wert. Benno hat sie dir mitgebracht? Ja. Er hat meine Papiere in seinem Bankschließfach. Wieso denn in seinem Bankschließfach? Na ja, dadurch erspart er mir die Arbeit, immer die Coupons für die Zinsen abzuschneiden und einzulösen. Das finde ich aber sehr komisch. Wieso komisch? Ach, die Bouillon. Mutti, machst du mal auf? Das ist Benno. Ach so, ja. Guten Abend, gnädige Frau. Ich bin hoffentlich nicht zu spät. Ich hatte noch geschäftlich zu tun und bin wieder Teufel gefahren. Oh, das hätten Sie nicht nötig gehabt. Wir hätten schon gewartet. Blumen habe ich leider auch keine mit, aber die Geschäfte waren schon zu. Das müssen Sie Kathi erzählen. Mir brauchen Sie ja keine Blumen mitzubringen, ne? Oh, sagen Sie das nicht. Wer die Schwiegermutter erobert, hat die Tochter in der Tasche. Dann erobern Sie mich mal lieber nicht. Ich hab nicht gern, wenn man meine Tochter in die Tasche steckt. Ach, das war auch mehr nur so bildlich gesprochen. Katja hat ja sowieso ihren eigenen Kopf. Ja, den habe ich von meiner Mutti geerbt. Ich hab meinen Schatz. Wie geht's dir denn? Danke, so lala. Na komm, setzt euch. Hm? Benno, du sitzt da. Komm, Mutti, setz dich. Danke. Ich komm gleich wieder. Hoffentlich habt ihr auch Hunger. Ich auf jeden Fall. Ich habe den ganzen Tag noch nichts Vernünftiges gegessen. Oh Gott. Kathi hatte mir gesagt, dass sie mir vielleicht einige Tipps geben können, wie ich die Hausmodernisierung finanzieren kann.
Tja, also ein Experte bin ich da eigentlich nicht in dieser Hinsicht. Ich habe mehr mit Wertpapieren zu tun. Aber im Grunde genommen dürfte das eigentlich kein Problem sein. Nee. Wie viel brauchen Sie denn genau? Tja, 1,3 Millionen. Ach, das leichtet doch jede Hypothekenbank sofort. Wissen Sie, wenn man noch nie mit so viel Geld zu tun gehabt hat, dann wird einem schon ein bisschen mulmig. Seid ihr schon beim Geld? Ja. Mhm. Erstmal die Bouillon. Für dich, Mutti. Dankeschön. Benno, komm. Okay. So. Ach, apropos Benno. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, das Geld in das Haus zu stecken, also die Papiere zu verkaufen. Kannst du das für mich machen? Aber ich habe dir doch gesagt, bei dem augenblicklichen Kurs verlierst du nur Geld. Das hast du nicht gesagt. Wieso denn? Die stehen im Augenblick ein bisschen schwächer. Na, ich habe auch schon versucht, ihr das auszureden, aber das nichts zu machen. Sehr richtig, gar nichts. So, und nun guten Appetit. Sag mal, bist du noch zu retten? Ach, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Aber als Katja so stur darauf bestand, dass sie ihre Papiere verkaufen will, da wollte ich es halt mal im Casino versuchen. Ich wollte es irgendwie erzwingen. Ja, mit Gewalt kannst du doch nicht gewinnen. Hast du denn so viel bei dir gehabt? Ach, natürlich nicht. Ich bin hierher gefahren und habe das Geld aus dem Safe geholt. Was? Wie viel? Alles. Bist du verrückt? Ach, jetzt halt mir keine Moralpredigten. Ich muss irgendwas verkaufen, meine Briefmarkensammlung oder die Ikone oder sonst irgendwas. Ja, dann viel Spaß. Danke. Ich dachte, ich erkenne dich vielleicht gar nicht wieder. Ach, Emmy, schön, dass du da bist. Entschuldige, ich habe mich ein paar Minuten verspätet, aber Felix war noch in einer Besprechung. Ach, mach doch gar nichts. Jetzt können wir in Ruhe miteinander klönen. Setz dich doch bitte. Danke. Ach, weißt du, ich habe leider gar nicht viel Zeit. Felix holt mich gleich wieder ab. Er wird dringend in der Klinik verlangt. Aber die Hauptsache ist doch, dass wir uns überhaupt erst mal wiedersehen. Wie geht's dir? Danke, ich kann dich klagen. Und dir? Na, blenden. Hm. Ach, wenn nur dieser Stress nicht wäre. Also mit dieser Klinik haben wir uns ganz schön was aufgeheizt. Du sag mal, was ist denn das für eine Klinik? Mit einem Wort, eine Goldgrube. Nein, so ein Krankenhaus? Das ist doch kein Krankenhaus. Das ist eine Klinik für stressgeschädigte Manager. Die kommen dahin, ruhen sich aus, müssen sich sportlich betätigen, bekommen Frischzellen gespritzt und werden auf strengste Diät gesetzt. Ein Tee bitte. Ja. Du, wenn du auch mal ein paar Pfunde verlieren möchtest, musst du nur zu uns in die Klinik. Hey, du, ich habe meine eigene Diät. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne mal ein paar Rezepte verraten. Aber das ist doch nicht nur die Diät. Da wirst du vollkommen rundum erneuert. Seit kurzem haben wir sogar einen Assistenzarzt, der unseren Patienten eine leichte Wachhypnose gibt. Oh, da kann man es ja mit der Angst bekommen. Privo, im Gegenteil. Du glaubst ja gar nicht, wie das entspannt. Aber jetzt wollen wir mal von dir reden. Was machst du? Im Moment ärgere ich mich mit meiner Erbschaft herum. Wieso? Wollen sie dir das Geld nicht ausbezahlen? Ausbezahlen? Du, das wäre schön. Ich habe ein altes Haus geerbt. Da muss ich 1,3 Millionen reinstecken, weil das dringend renoviert werden muss. Na und? Nachher ist es doch auch viel mehr wert. Was meinst du, was wir alles in unsere Klinik gesteckt haben? Na und jetzt legt sie goldene Eier. Dankeschön. Ja, ich kann aus meinem alten Haus aber nur keine Hypnoseklinik machen. Nee, du, für mich geht's jetzt darum, wo bekomme ich das Geld her? Na, das ist doch kein Problem. Ich mache dir einen Vorschlag. Du kommst übernächstes Wochenende mal raus zu uns in die Klinik. Boah, sehe ich so erholungsbedürftig aus? Nein, ich meine doch nicht als Patientin. Ich meine, um Leute kennenzulernen. Gut, Emmy, eigentlich kenne ich Leute genug. Ich meine Bankfachleute. Ach, da ist ja Felix schon. Ach, schade. Du, bei uns verkehren die Chefs von den größten Bankhäusern. Na ja, und die sind Felix doch alle irgendwie verpflichtet. Was meinst du, was wir da für Konditionen für dich rausholen? Na bestimmt 1 oder 2% unter dem, was du als Frau Niemann zahlst. Das ist ja toll.
Das haben wir beim Bau unserer Villa an der Elbschlossee doch genauso gemacht. Ist das dein Ernst? Wenn ich's dir sage. Also, am übernächsten Wochenende haben wir wieder zwei Bankfachleute bei uns in der Klinik. Na ja, und an diesem Sonnabend veranstalten wir ein Klavierkonzert. Oh, Klavierkonzert. Weißt du, man muss den Leuten doch mal irgendetwas bieten bei der Hungerei. Und dazu lade ich dich ein. Na ja, und nachher machen Felix und ich dich mit den Bankern bekannt und du wirst sehen, all deine Probleme lösen sich in Wohlgefallen auf. Na, also das wäre ja wunderbar. Weißt du, meine Tochter, die wollte schon ihre Wertpapiere verkaufen, um mir zu helfen. Also, das soll sie bloß bleiben lassen. Bestell ihr einen schönen Gruß von mir und sag ihr, dass dann mein Mann und ich die Sache jetzt in die Hand nehmen. Schön. Ach Gott, Mensch, mein Tee. Ach, das macht nichts. Das mache ich schon in Ordnung, ne? Also gut, dann bis übernächstes Wochenende, nicht? Und ich rufe dich auch noch mal an. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Emmy. Meine liebe Emmy, ich glaube, du sollst dich selbst mal in deine Nervenklinik legen. Aber der Wagen ist doch erst 2 Jahre alt. Und mit allen Extras hat er über 80.000 gekostet. Wenn Sie gleich Bargeld haben wollen, ist nicht mehr drin. Sie müssen auch mein Risiko berücksichtigen. Wer weiß, wann ich den Wagen wieder verkaufe. Und solange ist das für mich totes Kapital. Aber der Wagen ist doch tadellos in Schuss. Den wären Sie doch mit Kusshand los. Wenn ich ihn für Sie in Kommission verkaufe, tja, dann kriegen Sie natürlich mehr raus. Das Problem ist, ich brauche das Geld sofort. Tja, dann kann ich Ihnen wirklich nicht mehr als 45.000 geben. Sie können sich's ja noch mal in Ruhe überlegen. Nein, nein, ich brauche das Geld sofort. Also dann in Dreiteufels Namen 45.000. Okay, machen wir erstmal einen Vertrag. So, nehmen Sie nochmal Platz. Danke. Ach, idiotisch ist das. Was? Na, dieser Anruf von meiner Mutter eben. Jetzt will sie das Geld wieder nicht haben, weil irgendeine Freundin es für sie auftreibt. Na, und dann behältst du es eben. Hängst du es da hinten hin? Moderedaktion Beusen? Ach, du bist's, Benno. Nein, nein, die hatten wir letzte Woche erst. Ja, ich wollte dir nur sagen, dass ich erst einen Teil deiner Papiere verkaufen konnte. Erst für 45.000. Gott, ist das ärgerlich. Ja, meine Mutter will das Geld nun doch nicht haben. Sag mal, spinnt ihr? Ich laufe mir die Hacken ab für nichts und wieder nichts und ihr? Und was heißt hier Hacken ab? Das ist doch dein Job, oder? Na, ich verstehe ja, dass du ärgerlich bist, aber meine Mutter hat eben ihren eigenen Kopf. Kannst du das denn nicht noch wieder rückgängig machen? Ja, das werde ich natürlich versuchen. Aber da muss ich mich beeilen. Ich melde mich dann wieder. Tschüss. Hallo, 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 hallo. Wir müssen die Sache rückgängig machen. Ich will den Wagen behalten. Oh, es tut mir leid, aber der hat eben die Auto gekauft. Hier. Was? Sie haben meinen Wagen gekauft? Ja, ist das Ihrer? Ja. Für 55.000 Mark. Tschüss! Tja,